non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Dieses Video hat kürzlich zahlreiche Aufrufe im Internet erhalten. Darin spricht ein ehemaliger US-Offizier über die nichtmenschlichen Leichen von Piloten, die in einer abgestürzten fliegenden Untertasse gefunden wurden und die die Regierung vor uns versteckt hält. Und das alles fand am 26. Juli statt, während einer Kongressanhörung im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Aber auch wenn das Video von vielen Menschen auf der ganzen Welt gesehen wurde, ist es sicher, dass nicht alle von ihnen zutiefst überrascht waren. Solche Sensationsmeldungen sind längst alltäglich geworden und werden kaum noch wahrgenommen. Alles beginnt damit, dass die Medien Berichte über seltsame Flugobjekte am Himmel aufblasen. Die Zuschauer beginnen ängstlich, Beruhigungsmittel zu konsumieren und sich mental auf einen intergalaktischen Krieg vorzubereiten. Und dann treten Beamte aus dem Schatten, um die schockierenden Schlagzeilen über eine außerirdische Invasion zu entkräften. Schließlich bieten Wissenschaftler der Regierung der Gesellschaft eine plausiblere Erklärung für das Auftreten dieser Flugobjekte an. Normalerweise heißt es, dass die Menschen versehentlich auf geheime Militärflugzeuge gestoßen sind oder Kugelblitze einfach mit UFOs verwechselt haben. Aber 22 ist das System abgestürzt. Videos, auf denen angeblich fliegende Untertassen zu sehen waren, wurden immer zahlreicher, während die Dementis der Regierung immer weniger wurden. Außerdem hat das Pentagon im Januar diesen Jahres Akten freigegeben, die enthüllten, dass 247 unidentifizierte Luftphänomene am Himmel der USA registriert wurden. Dann im Februar hat Präsident Joe Biden die Einrichtung eines neuen behördenübergreifenden Teams zur Untersuchung von UFOs angekündigt. Nachdem sie jahrelang Daten über außerirdische Begegnungen verheimlicht hatten, legten die Beamten plötzlich alle Karten auf den Tisch. Und das wirft die Frage auf: Warum hat das Pentagon jetzt die Wahrheit über UFOs enthüllt? Und gibt es etwas, das wir fürchten sollten? Es ist der 23. Juni 2023. Bei der Polizei von Las Vegas geht ein seltsamer Anruf ein. Eine Familie behauptet, dass ein außerirdisches Raumschiff in ihrem Garten abgestürzt sei. Dabei konnten die Zeugen nicht einmal beschreiben, wie das Raumschiff aussah. Der junge Mann bestand darauf, dass etwas vom Himmel gefallen war und sie alle durch eine Schockwelle zurückgeschleudert wurden. Als er es geschafft hatte aufzustehen, eilte er zum Fenster und sah, dass die Absturzstelle unnatürlich dunkel und verschwommen war, so als wäre sie getarnt. Trotz dieser Tarnung spürte die Familie, dass sie nicht alleine war. Genau in diesem Moment hörten sie Schritte auf dem Dach. Die verängstigten Menschen sahen einige Wesen auf dem Dach des Hauses, die definitiv keine Menschen waren. Laut Augenzeugenberichten waren es humanoide Kreaturen, fast 2,5 Meter groß, mit graugrüner Haut und riesigen leuchtenden Augen. Zunächst tat der 911-Disponent die Geschichte mit Unglauben ab, doch bald hörte er, wie seine Kollegen mit besorgten Anwohnern sprachen, die ein leuchtendes Objekt vom Himmel fallen sahen. Daraufhin wurden Polizeibeamte zum Tatort geschickt. Eine tragbare Kamera hielt den Moment des Absturzes des leuchtenden Objekts fest und es hatte nichts mit einem Blitz oder einer Sternschnuppe zu tun. In diesen Aufnahmen wurde der Hinterhof der Familie aus der Vogelperspektive festgehalten. Am Morgen nach dem Vorfall wurden die Spuren eines großen, runden Objekts auf dem Boden entdeckt. Die Familie berichtete außerdem, dass in den folgenden Tagen mehrmals ein offizielles Regierungsfahrzeug langsam an ihrem Haus vorbeifuhr. Die Geschichte der Untersuchung solcher Vorfälle durch Nachrichtendienste reicht bis ins Jahr 1966. Damals beobachteten 40 Einwohner von Michigan, darunter etwa 10 Polizeibeamte, etwas Ungewöhnliches am Himmel und hielten es für ein außerirdisches Raumschiff. Daraufhin berief der spätere Präsident Gerald Ford eine Anhörung im Kongress über UFOs ein. Seitdem werden alle Informationen über Außerirdische unter Verschluss gehalten und die Zeugen als Spinner abgestempelt. Schau dir einfach die Überschrift des ersten Artikels über den Vorfall an und der Titel des Artikels, der wahrscheinlich nach dem Eingreifen der Regierung geschrieben wurde. Die Strategie des Schweigens konnte jedoch nicht ewig funktionieren. Alles änderte sich, als die Gesellschaft anfing, über Area 51 zu sprechen. Diese streng geheime Basis wurde dank eines ehemaligen Mitarbeiters bekannt, der Geheimnisse enthüllte, die die Mauern dieser Militäreinrichtung nie durchbrochen hätten. Sein Name war Bob Lazar.
Ihm zufolge war er ein Ingenieur, der ein abgestürztes Flugobjekt untersuchen sollte. Während seiner Arbeit stellte Bob fest, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff handelte, denn er entdeckte ein chemisches Element, das es auf unserem Planeten nicht gibt und das als Treibstoff für das Raumschiff diente. Laut Bob ermöglichte dieses Element dem Schiff, sich zu verwandeln und den Raum um es herum zu verzerren. Nach Lazars öffentlichen Äußerungen behauptete das Management von Area 51 jedoch, dass sie keine Ahnung hätten, wer diese Person sei und dass sie nie mit ihr zusammengearbeitet hätten. Bis heute ist unklar, wer Bob wirklich war. Entweder ein Rebell, der gegen das System gekämpft hat, oder ein Scharlatan auf der Suche nach Ruhm. Trotzdem erlangte das UFO-Thema enorme Popularität. Die Menschen waren verrückt nach Science-Fiction-Filmen, Untersuchungen und sogar Verschwörungstheorien. Und nach den Aussagen der Familie aus Los Angeles, deren Hinterhof angeblich den Sturz einer kosmischen Untertasse überlebt hat, stellten Online-Beobachter fest, dass sich ihr Haus in der Nähe von Area 51 befindet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute in dem Regierungsfahrzeug, die Familie in der Nähe ihres Hauses gesehen hat, Vertreter des All Domain Anomaly Resolution Office waren. Dies ist ein Büro innerhalb des US-Verteidigungsministeriums. Es ist für die Untersuchung von Fällen zuständig, die mit möglichen UFO-Phänomenen zu tun haben. Sean Kirkpatrick, der Leiter dieses Büros, verrät, dass sein Team jeden Monat etwa 100 Berichte über ähnliche Fälle bekommt. Obwohl sich, um ehrlich zu sein, nur 2-5% von ihnen wirklich mit den unerklärlichen Phänomenen befassen. Die Tatsache, dass es nicht 0% ist, deutet darauf hin, dass die Behörden allmählich das Tuch des Schweigens der Geheimhaltung entfernen, das sehr lange Zeit darüber lag. Immerhin, damals 2004, erstellte das Pentagon einen Bericht mit Aussagen von Militärfliegern, die auf rätselhafte Objekte gestoßen waren. 2021 wurde beschlossen, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diesem Dokument zufolge sind von 144 nicht identifizierten Objekten alle bis auf eines unerklärlich. Das sieht kaum nach den vernachlässigbaren 2% aus, meinst du nicht? Du denkst vielleicht, dass uns endlich offen gesagt wird, dass außerirdische Zivilisationen tatsächlich existieren? Aber nein, die Behörden machen weiterhin vage Aussagen. Und Sean Kirkpatrick behauptet immer wieder, dass seine Behörde keine Beweise für außerirdische Aktivitäten gefunden hat. Was soll das bedeuten? Ich habe das Gefühl, dass die Behörden uns etwas sagen wollen, aber das Einzige, was sie tun können, ist, subtile Andeutungen zu machen. Oder umgekehrt, müssen sie unsere Aufmerksamkeit von Fällen ablenken, in denen geheime Informationen an die Presse gelangt sind. Sie haben sogar einen neuen Begriff geprägt, UAP, der für Unidentified Anomalous Phenomena steht und im Grunde dasselbe bedeutet wie das, was wir früher UFOs nannten. Wahrscheinlich geht es bei dem neuen Begriff darum, die Medien davon abzuhalten, jedes seltsame Objekt am Himmel als außerirdisches Raumschiff zu bezeichnen und dieses Bild ganz loszuwerden. Sie hofften, dass die Schlagzeilen über außerirdische Invasionen auf der Erde abnehmen und durch Nachrichten über unidentifizierte Anomalien ersetzt werden würden. Aber das ist nicht passiert. Außerdem haben die Menschen das Vertrauen in die Behörden verloren. Und selbst wenn sie eine fliegende Untertasse in ihrem Hinterhof landen sehen, wollen sie vielleicht nicht mit dem Pentagon kooperieren, das sie letztendlich als Spinner abstempelt. Dennoch scheint die Regierung bereit zu sein, Dinge anzuerkennen und zu diskutieren, die viele Jahre lang ein Tabuthema waren. Obwohl man sich fragen muss, warum sie das plötzlich für nötig hält, haben sie vielleicht einen Weg gefunden, davon zu profitieren? 2003. Der berühmte Podcaster Jeremy Corbell erhielt einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Vorsichtig nahm er den Anruf entgegen. Der Anrufer stellte sich als jemand vor, der eine hochrangige Position auf 2 Militärbasen innehatte. Er wusste, dass Jeremy zusammen mit ein paar anderen Podcastern den YouTube-Kanal Weaponized betrieb, wo sie verschiedene unerklärliche Phänomene diskutieren. Der Fremde wollte ihnen einen Hinweis auf einen anderen seltsamen Fall geben. Er drängte Jeremy, ein Dreiecks-UFO zu untersuchen, das in den Vereinigten Staaten gesichert wurde. Nachdem er ein paar kleine Details genannt hatte, legte der Mann abrupt auf. Der Vorfall, von dem er sprach, hatte sich im April 21 ereignet. Dieses Filmmaterial wurde in
29 Palms, Kalifornien, gedreht. Es wurden mehrere leuchtende Flugobjekte eingefangen, die sich am Himmel direkt über einer Militärbasis zu einem Dreieck formierten. Dies dauerte etwa 10 Minuten. Einigen Leuten ist es gelungen, das Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln auf Video festzuhalten. Nach der Analyse des Filmmaterials kamen Jeremy und George Knapp zu dem Schluss, dass es sich um UFOs handelte. Was die Podcaster jedoch am meisten überraschte, war das völlige Fehlen von Medienberichten über diesen Vorfall. Der mysteriöse Aspekt dieser Geschichte und vieler anderer ähnlicher Fälle ist, dass unidentifizierte Flugobjekte anscheinend nur allzu oft über amerikanischen Militärbasen auftauchen. Das ist es, was David Grusch besonders interessant fand. Und er war kein gewöhnlicher Amerikaner, der auch mal eine fliegende Untertasse in seinem Hinterhof gesehen hat. David war ein ehemaliger Militäroffizier und ein Veteran der National Geospatial Intelligence Agency und des Nationalen Aufklärungsbüros. Diese Taskforce wurde speziell für die Untersuchung von UFO-Fällen eingerichtet. Außerdem ist er der Militäroffizier, der vor dem Repräsentantenhaus offensichtlich über Außerirdische auf der Erde ausgesagt hat. Nach 14 Jahren Dienst in der Luftwaffe behauptete David, dass die Vereinigten Staaten außerirdische Raumschiffe besitzen, die von den Behörden geheim gehalten werden. Vor allem aber, so Grusch, arbeitet das Pentagon an streng geheimen Projekten, um die Trümmer außerirdischer Raumschiffe in Waffen zu verwandeln. Einige Objekte, die wie außerirdische Raumschiffe aussehen, haben verblüffende Ähnlichkeit mit von Menschen geschaffenen Kreationen. Zum Beispiel 2004. Die United States Navy hat es geschafft, ein Video eines merkwürdigen Objekts zu erhaschen. Es war mit einer nahtlosen Hülle überzogen, hatte keine Fenster und Luken und seine Form ähnelte einem Tic-Tac. Im Gegensatz zu anderen UFOs, die von Menschen gesehen wurden, verschwand dieses Raumschiff nicht, sondern sauste plötzlich davon. Seine Flugbahn deutet darauf hin, dass das Objekt nicht mit einer einzigartigen außerirdischen Technologie ausgestattet war. Deshalb glauben die meisten unabhängigen Experten, die das Video gesehen haben, dass dieses Raumschiff auf der Erde entwickelt worden sein könnte. Obwohl David Grusch und seine Kollegen bei den Anhörungen das Gegenteil behaupteten und darauf bestanden, dass das fliegende Tic-Tac zu abrupt aus dem Bild verschwand. Dann 2023 behaupteten Passagiere auf einem Flug von Sacramento nach San Diego, ein nicht identifiziertes Objekt in der Luft gesehen zu haben. Es sah aus wie ein weißer Zylinder ohne Flügel, Fenster oder andere Erkennungszeichen. Glücklicherweise gelang es einem der Passagiere, ein kurzes Video zu drehen. Das Objekt sieht fast genauso aus wie das Tic-Tac, das die Matrosen entdeckt haben, was darauf hindeutet, dass es auch von den Geheimdiensten stammen könnte. Die Vermutung, dass es sich bei diesen Objekten tatsächlich um UFOs handelte, bejaht der ehemalige Offizier David Grusch seit 2023 voll und ganz. Davor hatte er seine Zweifel und zog verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Grusch war der Meinung, dass das fliegende Tic-Tac zwar auf der Erde entstanden sein könnte, aber dennoch eine Weltraumtechnologie darstellte, die die US-Regierung illegal erworben und im Wettrüsten eingesetzt hatte. David zufolge hat die Regierung lange Zeit eine massive Desinformationskampagne durchgeführt, um Hinweise für die Existenz von UFOs zu vertuschen. Doch aus irgendeinem Grund scheint es in letzter Zeit umgekehrt zu laufen. Vielleicht haben die US-Behörden beschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, aber auf eine Art und Weise, die ihnen Vorteile verschafft. Dieses kugelförmige Flugobjekt wurde vor der Küste von San Diego am 15. Juli 19 gefilmt, und zwar von dem US-Marineschiff Omaha. Das Schiff schwebte in der Luft und stürzte dann plötzlich in den Ozean. Dieses Video wurde jedoch erst am 14. Mai 2021 veröffentlicht und das auch nur, weil es irgendwie in die Hände des Podcasters Jeremy Corbell gefallen ist. Später bestätigte das Pentagon die Echtheit des Filmmaterials. Damals forderte der ehemalige US-Präsident Donald Trump, dass der Direktor des Nationalen Geheimdienstes und der Verteidigungsminister einen Bericht über alles, was sie über UFOs wissen, vorlegen müssen. Der ehemalige Direktor des Nationalen Geheimdienstes John Ratcliffe erklärte, dass es viel mehr Fälle gibt, als die Öffentlichkeit weiß. Er erwähnte auch, dass amerikanische Kriegsschiffe und Satelliten Objekte beobachtet haben, die sich auf eine Art und Weise bewegen können, wie es kein modernes irdisches Fahrzeug kann.
Er bestätigte einfach, was schon einmal gesagt wurde von Bob Lazar und später vom ehemaligen Militäroffizier David Grush. Er beschrieb die außerirdischen Raumschiffe auch als Geräte, die Zeit und Raum verzerren können und im Inneren größer erscheinen, als sie von außen aussehen. David war jedoch nicht der letzte Angehörige des US-Militärs, der beschloss, die Regierung zu entlarven. Der pensionierte FBI-Agent John DeSouza nahm es ebenfalls mit den Behörden auf. Während seiner 25 Berufsjahre war er auf die Untersuchung paranormaler Phänomene spezialisiert. Doch nach seinem Rücktritt gab er geheime UFO-Daten preis, die er während seiner Arbeit gesammelt hatte. Doch DeSouza gab nicht einfach alle Materialien an die Medien weiter. Er wählte einen recht interessanten Ansatz, und zwar die TV-Serie Akte X. Die meisten Handlungen dort scheinen reine Fiktion zu sein. Ein Hirngespinst der Autoren, deren einziger Zweck es ist, die Zuschauer zu unterhalten. Die Hasser dieses Senders behaupten, dass meine Drehbücher genauso erfunden sind. Aber in beiden Fällen ist das nicht wahr. Nach dem kürzlichen Interview mit John, in dem die Öffentlichkeit erfuhr, dass die Show auf geheimen Regierungsunterlagen basiert, begannen selbst eingefleischte Skeptiker, die Show mit anderen neuen Augen zu sehen. Natürlich war auch das FBI neugierig. Agenten nahmen sogar Kontakte mit dem Schöpfer der Akte X-Serie auf, um herauszufinden, welche geheimen Geschichten in der Serie verwendet wurden. Daraufhin dachte John DeSouza, dass das Pentagon vielleicht endlich die ganze Wahrheit über außerirdische Besucher auf unserem Planeten enthüllen würde. Dennoch schloss er nicht aus, dass die Behörden all diese UFO-Geschichten zu ihrem eigenen Vorteil gefälscht haben könnten. Laut John brauchen die Behörden diesen ausgeklügelten Bluff als Mittel zur Manipulation und Geldwäsche. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese seltsamen Fluggeräte anfangen, kommerzielle und militärische Flugzeuge abzuschießen, und die Regierung schiebt alles auf UFOs. Wer weiß, vielleicht fangen die falschen Invasoren aus dem All irgendwann an, ganze Städte zu zerstören, und die Menschen werden ihren wahren Feind nie kennenlernen. John glaubt auch, dass dies ein bequemer Weg ist, die Zivilbevölkerung in Angst zu halten. Die Behörden werden Schutz fordern, und dann können die Behörden, wie die Space Force, eingreifen. Übrigens, der Kongress spielt bereits mit dem Gedanken, es ist eine Armee, die integriert wird in das Department der Air Force. Die Space Force wird voraussichtlich aus 20.000 Soldaten bestehen. Da es sich um einen separaten Militärdienst handelt, benötigt er eigene Schulen, Uniformen und sogar eine Marschkapelle, wie sie in jeder US-Armeeeinheit zu finden ist. Das Pentagon schätzt die Kosten für diese ganze Initiative auf 2 Milliarden Dollar, auf 5 Jahre gerechnet. Und natürlich wird das Ganze von den Steuerzahlern finanziert. Die Aufhebung des UFO-Tabus könnte also nur ein Ablenkungsmanöver sein, um der Zivilbevölkerung Geld zu entlocken. Wenn dem so ist, werden sogar echte UFO-Zeugen und Forscher wie DeSouza selbst zu Marionetten der Regierung, ohne es überhaupt zu merken. Nehmen wir den ehemaligen Geheimdienstagenten David Grush. Nachdem er der Öffentlichkeit geheime, außerirdische Raumschiffe enthüllt hatte, wurde er vor das US-Repräsentantenhaus eingeladen, obwohl David angesichts der unglücklichen Erfahrung von Bob Lazar, der als Scharlatan gebrandmarkt wurde, nicht mit einer solchen Reaktion der Behörden auf seine sozusagen Informationsrebellion gerechnet hat. Zum Feiern ist es vielleicht noch zu früh. Vielleicht ist Grush ein Schauspieler, der vorgibt, ein Opfer zu sein. Mit anderen Worten, vielleicht hat er die Rolle des Entlarverers, der später zum Betrüger, Verschwörungstheoretiker oder Verrückten wird, freiwillig angenommen. So würde die Wahrheitsbewegung dumm erscheinen und alle, die sie unterstützt oder an sie geglaubt haben, würden sich schämen. Andererseits ist vielleicht alles ganz anders und die Regierung hat nur gute Absichten, während die USA sie zu Unrecht als Scharlatane bezeichnen. Sieh dir dieses zusammengesetzte Foto an, das von Teleskopen in Chile aufgenommen wurde. Am 19. Oktober 2017. Der winzige Punkt in seiner Mitte mag nicht allzu beeindruckend erscheinen, aber ich möchte dir erklären, warum dieses verschwommene Bild viel aussagekräftiger ist als alle bisherigen Videos von unidentifizierten Flugobjekten. Mithilfe von Simulationen können wir einen genaueren Blick darauf werfen, was dieser Punkt wirklich ist. Auf den ersten Blick scheint es sich um den gewöhnlichen Asteroiden namens Oumuamua zu handeln, aber in Wirklichkeit ist er alles andere als gewöhnlich. Das Verhalten dieses rötlichen Felsens, der bis zu 400 Meter lang ist, ist untypisch für solche Himmelskörper.
Erstens ist er mit einer rekordverdächtigen Geschwindigkeit von 95.000 Kilometern pro Stunde in unser Sonnensystem eingedrungen, während sich Asteroiden normalerweise nur ein paar Dutzend Kilometer schnell bewegen. Zweitens zeigte er keine Anzeichen eines Kometenschweifs, als er sich der Sonne näherte. Drittens deutet seine rötliche Färbung auf einen möglicherweise hohen Eisengehalt in seiner Zusammensetzung hin. Somit ist Oumuamua anders als alle Asteroiden, die bisher in unserem Sonnensystem beobachtet wurden. Außerdem reflektiert das Objekt das Sonnenlicht 10-mal effizienter als jeder andere Asteroid oder Komet. Astronomen vermuten, dass es sich um ein künstliches Raumschiff handeln könnte, das absichtlich so konstruiert wurde, dass es die Lichtreflexion nutzt, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen. Aber das Wichtigste ist, dass Oumuamua, als er sich von der Sonne entfernte, merklich beschleunigte, was bedeutet, dass jemand seine Geschwindigkeit kontrollieren könnte. Forscher der Harvard-Universität stellten die Hypothese auf, dass Oumuamua eine Sonde sein könnte, die von einer außerirdischen Zivilisation absichtlich in die Nähe der Erde geschickt wurde. Darüber hinaus behauptet der Harvard-Professor Avi Loeb, dass er auch Fragmente außerirdischer Technologie in einem Objekt entdeckt hat, das bisher für einen Meteoriten gehalten wurde. Es fiel in die Gewässer von Papua-Neuguinea 2014. Forscher unter der Leitung von Loeb untersuchten die Orte genau, die nach den Berechnungen in der Flugbahn des Meteoriten lagen, als er fiel, und fanden 50 seltsame kleine Kugeln. Dies waren perfekte Kugeln, jede bestehend aus 84% Eisen, 8% Silizium, 4% Magnesium, 2% Titan und Spuren einiger anderer seltener Elemente. Loeb sagte, dass dieses Material stärker ist als jeder Weltraumschrott, der bisher von der NASA untersucht und katalogisiert wurde. Der Professor glaubt, dass sie höchstwahrscheinlich künstlich hergestellt wurden. Könnte es sich um einen weiteren Satz außerirdischer Sonden handeln? Die Anzeichen für eine Überwachung durch Außerirdische werden immer deutlicher, mit Hinweisen von beiden Seiten, NASA-Mitarbeitern und sogar Vertretern der Kirche. Seit 2021 finanziert die NASA ein Programm mit 24 Theologen, das untersuchen soll, wie Menschen verschiedener Religionen auf die Entdeckung außerirdischen Lebens reagieren könnten. Im Besonderen Reverend Dr. Andrew Davison von der Universität Cambridge, England, untersucht die Möglichkeit, dass Gott das Leben anderswo im Universum erschaffen haben könnte. Mit über 100 Milliarden Sternen in unserer Galaxie und über 100 Milliarden Galaxien im Universum glaubt er, dass die Erde nicht der einzige Planet sein kann, auf dem Leben existiert. Aber was wäre, wenn die hypothetische Oumuamua-Sonde nicht für die Erforschung, sondern für einen Angriff gegen uns hier ist? Wenn dem so ist, sollten wir die Situation mit den von der Regierung verheimlichten Informationen über UFOs vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Vielleicht haben die Geheimdienste die ganze Zeit nur versucht, Panik zu vermeiden. Doch in diesem Fall deutet die jüngste Selbstenthüllung darauf hin, dass die Behörden diesen kosmischen Konflikt vielleicht bald nicht mehr eindämmen können. All diese Berichte könnten veröffentlicht werden, um uns allmählich auf eine unausweichliche Begegnung mit feindlichen Außerirdischen vorzubereiten. Aber es gibt noch eine weitere verblüffende Theorie, die wir in Betracht ziehen sollten. Sie geht davon aus, dass alle Maßnahmen der Regierung darauf abzielen, der Menschheit zu helfen. Nur in diesem Fall retten sie uns vor uns selbst. Nach dieser Vorstellung sollen all die schockierenden Nachrichten über blutdürstige Außerirdische dazu dienen, die Welt gegen eine gemeinsame Bedrohung zu vereinen und atomar bewaffnete Nationen daran zu hindern, den Planeten zusammen mit der Menschheit zu zerstören. Dieses Szenario wurde sogar dargestellt in Alan Moores Graphic Novel Watchmen. Der große Plan des Hauptbösewichts war es, den Kalten Krieg zu beenden und die Menschheit zu retten, indem er einen außerirdischen Angriff auf die Erde inszenierte. Aber was, wenn die Wahrheit hinter den Ermittlungen der Geheimdienste weit weniger sensationell ist, als wir denken? David Spargel, der Vorsitzende des UAP-Teams der NASA, hat kürzlich einen weiteren Fall aufgedeckt, der eine Bestätigung für die Anwesenheit von UFOs auf der Erde sein könnte. Vor nicht allzu langer Zeit haben Forscher in Australien einen ungewöhnlichen Radiowellenausbruch registriert. Niemand konnte verstehen, was das war, und Wissenschaftler hatten Mühe, die Ursache zu finden. Doch dann bemerkten sie ein Muster. Der Ausbruch trat während der Mittagszeit auf. Gerade dann, wenn fast alle Australier ihr Essen in der Mikrowelle kochten. Offenbar können selbst Wissenschaftler nicht immer zwischen außerirdischen Invasionen und aufgewärmten Suppen unterscheiden. Was denkst du, warum die Regierung in letzter Zeit so offen mit UFOs umgeht?
Teile deine Theorie in den Kommentaren.